Hier ist Onkel beim Drumtrainer online in eurem Internetfernseher drin. Ne? Mit einem Monk zwischen ganz vielen anderen geilen Schlagzeugern, die ihr euch ja angucken könnt. Und ich habe euch heute das Octopussy mitgebracht. Das ist dieses Gerät hier. Ich habe versucht, das möglichst anschaulich herzurichten, weil wenn man im Büro ist, dann ist es auch wichtig, dass man sich das hübsch macht. Die Ehen haben Familienfotos. Ich mache mir das halt auch gemütlich mit so Sachen hier. Ne? So. Und das Lied, was ihr gerade da gesehen habt, das heißt Tanz der Zoo und war von der Band namens Ohrboten, mit denen ich ganz viele Jahre lang zusammen gespielt habe. Und da ist dieses Schlagzeug auch eigentlich erst entstanden. Der Grund war nicht, dass ich der schnellste und verrückteste Trommler der Welt werden will, wegen Schlagzeug-Solo spielen, das ist ja nicht so mein Ding, sondern ich stehe drauf, geile Grooves zu spielen und Klangfarben irgendwie in, also so eine Mischung aus Percussion und Schlagzeug dabei zu haben, um möglichst viele verschiedene Stilistiken anklingen lassen zu können. Und bei dem Lied gerade, Tanz der Zoo hieß es ja, wie gesagt, da ging es los auf der Darbuka. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Instrument aus dem orientalischen Raum. Ich habe es das erste Mal in der Türkei richtig erlebt. Da stehen dann so kleine Kinder am Straßenrand, haben das Ding so unterm Arm, trommeln wie die Irren, haben manchmal noch so einen kleinen Stab, mit dem sie da spielen. Da muss man sich schon ganz schön Mühe geben, um als Schlagzeuger mit ganz viel Trommeln hinterherzukommen, was die da mit dem machen. Aber bei mir hängt das Ding dran, einfach damit ich die Klangfarbe aus der Ecke der Welt sozusagen mit reinholen kann, genauso wie viele andere Sachen. Und anfing das Lied ja mit folgendem Groove. Und dann habt ihr vielleicht gemerkt, wenn ich so langsamer spiele, je langsamer ich das spiele, desto mehr fängt das Ding an zu eiern. Und das ist so eine Ästhetik, die sowohl im südamerikanischen Raum als auch im orientalischen, die haben alle ein anderes Verständnis von Timing. Das ist also nicht so deutsch, da würde dann so klingen. Moment, das kann ich jetzt gerade ja nicht. Ja, selbe Figur, jetzt mal mit so ein bisschen Kick in die andere Richtung. Man muss sich dazu vorstellen, dass sowohl die 4 ein bisschen weiter nach hinten kommt und die 1 immer so einen kleinen Hüpfer bekommt. Und dann kommt man da hin. Und das ist so der Trick für mich bei vielen Sachen, dass ich versuche, eine bestimmte Soundästhetik da reinzubekommen. Und von der Darbuka wandert das Lied dann hin in so einen mehr oder weniger Hip-Hop-mäßigen Beat. Der teilt sich oft zwischen Cajon und meiner Hi-Hat, die hier eigentlich ein Crasher ist. Der ist kaputt, deswegen klingt er auch so gut. Ich habe hier noch 2 andere Hi-Hats. Aber der Großteil spielt sich hierauf ab. Und der klingt dann, wenn man langsam spielt. 2, 3, 4. So, dann kommen noch ein paar Bimmeln am Fuß dazu, damit der Sound noch ein bisschen fluffiger herkommt. Wir wollen ja Schlagzeug und Percussion spielen. 2, 3, 4. So mäßig. Und witzigerweise steht da natürlich direkt ein Hi-Hat-Pedal, das heißt, die kommt auch noch mit. Mir geht's, wie gesagt, immer ein bisschen um Sound. Und dann gibt immer im Bridge-Part zu dem Song, wechsel ich auf ein Sticking, was ihr mit Sicherheit alle spielen könnt. Und zwar links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Als Rechtshänder, die ihr wahrscheinlich alle seid, ich eigentlich auch, teilt sich das andersrum auf. Rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links. Aber da ich mit der linken Hand auf der Cajon führe, muss ich das tauschen. 2, 3, 4. Also eigentlich eine Sache, die nicht so irrsinnig kompliziert ist. Aber dadurch, dass ich mit dem Stock hier oben schon die Trommeln tausche, versuche ich also auch Farben von diesem Set zum Klingen zu bringen, die das vielleicht ein bisschen interessanter machen. Dazu kommt dann im späteren Verlauf noch die Kuhglocke hier am Fuß. Die habe ich nicht dazu stehen, weil ich versuche unbedingt kubanische 6/8-Rhythmen des Todes zu spielen, sondern auch wieder nur wegen der Klangfarbe. Das klingt dann so. 1, 2, 3, 4. Und schon ist der Percussionist irgendwie auch halbwegs dabei und das klingt halt ein bisschen anders. Und jetzt ist, könnte man, wenn man will, das ganze Sticking um das Schlagzeug, was ihr da zu stehen habt, irgendwie noch mehr variieren. Immer, das bleibt alles beim alten links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Und nur die rechte Hand zum Beispiel wandert.
So, die linke kann ja dann von mir aus auf eurer Snare bleiben oder was ihr da gerade habt. Bei mir sind halt die Cajon. One, two, three, four. Oder so weit in der Art. Und dann hat man eigentlich schon so das Gefühl, da rasselt doch vielleicht irgendwo so ein Karnevalszug noch hinterher. Das ist ja nicht so furchtbar kompliziert, deswegen aber so diese vielen komischen Instrumente hier dran. Ne? Und weiter jetzt. Nächstes Ding.